So, herzlich willkommen. Ich heiße Kybra und ich moderiere heute die Stage 2. Unser nächster Gast erzählt uns, was im Internet so passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen, ob sich da Hierarchien bilden, wie man kooperativ arbeiten kann. Sie hat auch ein Buch geschrieben und ich finde den Titel mega interessant. Dinge geregelt bekommen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr euch da in diesem Titel wieder oder erkennt euch wieder. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat und berichten hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen, auch während des Vortrags, glaube ich. Genau, herzlich willkommen, Katrin Passig. Vielen Dank. Der Buchtitel hat jetzt mit dem Vortrag inhaltlich überhaupt nichts zu tun, außer insofern indirekt, dass ich den Vortrag im Wesentlichen heute Nacht vorbereitet habe. In dem Buch steht aber drin, warum das völlig in Ordnung ist, das zu machen. Tyrannei auf dem Minecraft-Server. Ja, hier ist alles da. Kennt jemand diesen jungen Mann? Ja, einer. Ist auch nicht peinlich, es ist nicht ungewöhnlich, den Mann nicht zu kennen, obwohl er ein sehr einflussreicher ist. Das ist Christopher Poole, der Gründer von 4chan. Und für die zwei Leute, ich kann euch ganz schlecht sehen, die 4chan nicht kennen, das ist da, wo ungefähr 98% aller Witzbilder, die ihr jemals im Internet gesehen habt, herkommen. Ihr habt die wahrscheinlich anderswoher, aber da werden sie gemacht. Christopher Poole war 15, als er dieses Imageboard ins Leben gerufen hat und nach verschiedenen Schätzungen hat es im Laufe der Zeit so zwischen 7 und 18 Millionen Nutzer. Ich habe das hier mal in Fußballfelder umgerechnet zur Veranschaulichung. Also die 7 Millionen, das entspricht etwa diesem sympathischen Land der Schweiz und die 18 Millionen, also die Obergrenze der Schätzung, entspricht diesem auch nicht weniger sympathischen Land, den Niederlanden. Das ist jetzt so, man gründet leichtfertig irgendein kleines Ding, weil man in Japan gesehen hat, dass Imageboards da gut laufen und kurze Zeit später ist man das Staatsoberhaupt von der Schweiz oder den Niederlanden, je nachdem, wie man zählt. Jetzt denken sich wahrscheinlich die meisten, kann mir nicht passieren, ich gründe einfach kein Imageboard, ich gründe einfach auch sonst kein Ding und dann muss ich mich mit diesen Problemen nicht auseinandersetzen, mit dem protestierenden Staatsvolk, das dann andauernd irgendwelche Änderungen fordert. Kann man vielleicht, obwohl, wenn ich hier rüber gehe, dann sehe ich euch ein bisschen besser. Wer von den Anwesenden ist nicht in irgendeiner WhatsApp-Gruppe? Ah, doch, so drei ungefähr. Wer ist, danke, wird ein bisschen heller, sehr gut. Wer ist denn Admin in einer WhatsApp-Gruppe? Doch, ungefähr die Hälfte. Wer ist in einer Facebook-Gruppe? 3, 4 Adminrechte in Facebook-Gruppen. Oder war das mal? Vergangenheit zählt auch mit. Wer hat einen eigenen Minecraft-Server oder teilt sich einen mit Freunden oder hat das früher mal getan? 3, 4, also alles zusammengenommen, würde ich sagen, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass man mehr oder weniger versehentlich in so eine Position als Staatsoberhaupt reinrutscht. Um mal beim einfachen Beispiel zu bleiben, WhatsApp, wenn ich mit Leuten rede über, also ich sage dann immer politische Systeme im Inneren von Online-Communities und dann sagen die Leute, habe ich nicht, kenne ich nicht, bin kein Teil von irgend sowas und dann frage ich nach WhatsApp-Gruppen, dann sagen sie, ja, aber die haben doch keine Regeln. Das stimmt, wenn man genauer hinschaut, nicht so genau. Wo ist denn eigentlich das Wurf-Mikro? Ah, hier kann ich mal kurz. Oder könnt ihr das transportieren? Wer ist denn in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, die irgendeinen, auch, wie auch immer gearteten Satz von Regeln hat? Da oben, wo das Kreuz ist, einfach reinsprechen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Aber ich bin noch in der alten Gruppe meines Schwimmvereins. Näher ran? Ja. Von meiner Schwimmgruppe halt. Und wir haben da die Regel, dass wir nur schreiben dürfen, wann wir kommen oder wann nicht. Und ansonsten muss alles per Privatchat geregelt werden, beziehungsweise ob du zu dem Ausflug kommst oder nicht, oder so Informationen weitergegeben werden. Also sowas ist halt. Wir sind da auch alle drin Admin, aber ist so.
Nur zur Verständigung, wer kommt, wer nicht, wann ist was und mehr nicht. Ich habe verschiedene Verwandte letzte Woche gefragt, die alle diese Klassengruppen haben und gesagt, ihr habt doch sicher eine Regel, wer rein darf. Ja, ist klar, alle in der Klasse dürfen rein und sonst niemand. Da braucht man keine Regel dazu. Wenn man dann genauer nachfragt, stellt sich raus, da braucht man wohl Regeln, zum Beispiel, um rauszufinden, ob man Leute auch wieder rauswerfen darf, wenn sie sich schlecht benehmen und wer das entscheiden darf. Wenn man alle zu Admins gemacht hat, dann können auch alle jemanden rauswerfen, der nervt. Dann muss man sich wieder darüber verständigen, ist das okay, das zu machen oder ist das... nervt das alle noch viel mehr, wenn den ganzen Tag wie so eine Drehtür Leute rausgeworfen werden und wieder reinkommen. Also selbst bei sowas Einfachen wie WhatsApp, wo man bei der ersten Betrachtung sagt, geht ohne Regeln, passiert da im Hintergrund ziemlich viel. Ein bisschen komplizierteres Beispiel, man denkt sich, es wäre doch voll praktisch, wenn es in Berlin so eine Facebook-Gruppe gäbe, wo man einfach ankündigen kann, dass man irgendwas verschenken möchte und dann schreibt man das da rein. Kurze Zeit später hat die Gruppe 73.000 Benutzer, das entspricht ungefähr dieser sympathischen Stadt in Westdeutschland. Und die Leute posten auch alle brav, verschenke meine alte Kaffeemaschine, aber irgendwann vermisst dann jemand seine Katze und dann denkt er sich, hey, ich kenne diese 73.000 netten Menschen, da schreibe ich doch mal in diese Facebook-Gruppe rein, dass meine Katze entlaufen ist. Und dann steht man als Admin, also hier kann man sehen, es gibt 7, wie die das geworden sind, weiß ich nicht, steht man vor der Entscheidung, ist das jetzt okay, darf da jemand nach seiner entlaufenen Katze fragen oder verbiete ich das gleich von Anfang an und sage hier absolut nur Dinge, die verschenkt werden sollen. Lasse ich denn die Katzenfrage stehen, dann kommt morgen jemand, der denkt sich 70.000 so nette Menschen und ich stehe ohne Freundin da und fragt, ob sich nicht irgendjemand mit ihm treffen möchte. Und dann kommt jemand, der sagt, ja, meine Kücheneinrichtung ist nicht so ganz zu verschenken, sondern ich hätte schon gern so 200-300 Euro dafür und jedes Mal muss man so eine Entscheidung treffen. Lässt man das einmal durchgehen, lässt man es nicht durchgehen, verbietet man den Leuten alles, dann steht man irgendwann als der Spielverderber da, erlaubt man ihnen alles, dann mögen sie sich irgendwann so gern, dass sie in dieser schönen Gruppe über alles reden wollen, auch über ihr Privatleben und Gott weiß was und über kurz oder lang stellen sie fest, hey, wir sind ja politisch gar nicht alle derselben Meinung und dann streiten sie sich und alles nur, weil man einmal dieses Katzenposting durchgehen lassen hat. Es gibt immer zwei Sorten von Regeln, ganz egal, was man da macht und ob man das bei Facebook oder in einer WhatsApp-Gruppe oder auf dem Minecraft-Server oder sonst wo macht. Es gibt Regeln, die bringt die Plattform schon mit und es gibt Regeln, die setzt man selbst noch oben drauf. Oft ist es so, dass also gerade jetzt die Leute, die sagen, unsere WhatsApp-Gruppe hat überhaupt keine Regeln, da sind das einfach oft die, die die Plattform vorgibt. Also wer kann überhaupt andere, kann man überhaupt als Gründer andere Leute zu sowas wie Admins machen? Kann man Moderatoren haben, die einem helfen? Welche Rechte haben die? Kann man die dann als Gründer auch wieder rauswerfen, wenn sie sich als unfähig erwiesen haben im Amt? Oder sind die dann ein für alle Mal Admins? Also ich habe zum Beispiel einen Tumblr-Blog und da wird man immer gewarnt, wenn man jemanden zu einem Mitadministrator macht. Tumblr sagt dann immer, das kann man nie wieder rückgängig machen. Das ist bei Facebook anders, da kann man das. Aber auch da muss man sich halt wieder überlegen, wie soll das gehen? Also wenn alle feststellen, dieser eine Admin hat sich überhaupt nicht bewährt, was dann? Dann kommt meistens so ein Punkt, wo man anfängt, sich so ein bisschen eigene Regeln obendrauf zu geben auf diesen Plattformregeln. Dann kurze Zeit später hat man schon ein paar mehr eigene Regeln. Dann irgendwann fängt man an, diese Regeln in eigene Dokumente zu schreiben. Und ich habe jetzt hier einfach im Vorfeld bei der Recherche auf gut Glück den erstbesten Minecraft-Server genommen, der mir über den Weg gelaufen ist, Eldercraft in dem Fall. Es soll jetzt, es geht in diesem Vortrag überhaupt nicht darum, dass es dort irgendwie diktaturenähnlicher zugeht als irgendwo sonst. Das ist wirklich ein Zufallsfund. Minecraft gibt es seit 2011, Eldercraft seit 2012 und man sieht hier, es gibt inzwischen 8 Rubriken, allgemeine Regeln, dann Regeln zu verschiedenen Servern, Forumsregeln, Teamspeak und die herrliche Rubrik Strafmaß auf Eldercraft, die hätte ich gerne im Detail gezeigt, aber dazu reicht die Zeit heute nicht. Es ist ein bisschen so wie die Punkte in Flensburg, die man beim Autofahren sammeln kann.
Und wie gesagt, Eldercraft gibt es seit 2012. Man kann sich ausrechnen, die sind jetzt bei 8 Seiten mit Regeln. Kaum ist man ein bisschen länger dabei, dann hat man ein bürgerliches Gesetzbuch mit 752 Seiten und muss sich um Dinge wie Verbraucherschutz, Mietrecht und Familienrecht kümmern. Dann wartet man noch ein bisschen länger, dann hat man 4380 Seiten mit Regeln. Und ich hätte jetzt gerne noch eine Abbildung gezeigt mit einem ganzen Regal voller Gesetzeswerke, weil das sind natürlich immer noch nicht alle, die man in Deutschland berücksichtigen muss. Das Problem ist, dass man diese schönen Abbildungen mit Gesetzestexten nur auf den Seiten von irgendwelchen Jura-Anbietern, Verlagen und so weiter findet. Und wenn ihr irgendeinen praktischen Tipp aus dieser Veranstaltung mit nach Hause nehmen wollt, dann Bilder, bei denen die Rechtelage so ein bisschen unklar ist, am besten nicht von Juristen-Webseiten nehmen. Darum müsst ihr euch das jetzt einfach dazu denken, dass es mehr als diese 4380 Seiten gibt. Das ist immer noch Eldercraft. Allgemeines Verhalten, ich lese es mal vor, weil es hier oben wahrscheinlich ein bisschen klein ist. Allgemeine Anstandsregeln sollten auf dem Server beachtet werden. Ein gesunder Menschenverstand trägt dazu bei. Wer das geistige Alter dazu nicht erreicht hat, kann gebannt werden. Verhalten, was störend oder gefährdend vom Serverbesitzer angesehen wird, kann auch zum Ban führen. Ahnt irgendjemand die Probleme, die sich daraus vermutlich ergeben werden? Wo ist denn das Mikro? Die Eimerkette bringt das Mikro. Dass das nicht wirklich festgelegt ist, was jetzt verboten ist und was erlaubt ist. Ja, genau. Ich finde das sehr erfreulich, dass das so offensichtlich ist. Was wiederum überhaupt nicht offensichtlich ist, ist, was allgemeine Anstandsregeln sind. Darüber gehen die Meinungen total auseinander. Und das führt vorhersehbarerweise dazu, dass der Serverbesitzer bei seinen Freunden bestimmte Dinge überhaupt nicht störend und gefährdend findet, bei anderen Leuten aber wohl. Und was dann passiert, das sieht man hier. Das ist nämlich beim Affen nicht anders als beim Menschen. In diesem Video müssen zwei Affen Aufgaben erledigen. Ich entschuldige mich bei denen, die es schon 500 Mal gesehen haben. Ich zeige es trotzdem nochmal. Der eine Affe kriegt für dieselbe Aufgabe leckere Trauben und der andere Affe kriegt Gurken. Gurken sind jetzt nicht so schlimm, aber er sieht halt, dass der andere Trauben kriegt. Das passiert mehrmals hintereinander. Und dieser arme Affe wird von Mal zu Mal empörter, ist nicht bereit, die Gurke zu akzeptieren. Und genau das passiert auch beim höheren Primaten, wenn er auf einem Server mit Leuten zusammenleben muss, von denen die einen sich benehmen dürfen, wie sie wollen, weil sie die Freunde vom Betreiber sind oder irgendwie zu dessen Team gehören und die anderen wegen irgendwelcher Lappalien gebannt werden, weil sie halt, also es ist eine Ungerechtigkeit und das führt dann eben auch dazu, dass mit Gurkenscheiben geworfen und geschrien und am Käfig gerüttelt wird. Sobald ich das Ding hier zum Weiterklicken überredet habe, geht es nochmal um Eldercraft. Nämlich das Strafmaß. Grundsätzlich gilt, dass das Team das Strafmaß ausspricht und ein normaler Spieler sich dort nicht einzumischen hat. Manchmal werden auch vorläufige Bestrafungen ausgesprochen und das letztendliche Strafmaß im Nachhinein teamintern diskutiert. Mischt euch nicht in Sachen ein, bei denen ihr keinen Einblick habt. Möchte jemand spekulieren? Keine Freiwilligen. Also die Frage ist natürlich, warum gibt es das überhaupt, normale Spieler, die sich nicht einzumischen haben und warum haben die keinen Einblick in diese Dinge? Könnte man es nicht auch einfach so gestalten, bitte, dass sie Einblick haben in das Geschehen? Also meiner Meinung nach ist das dann genauso, dass, wie das in einer Diktatur laufen würde, weil ich selber habe, wie gesagt, auf so einem Minecraft-Server, da gibt es auch Regeln, aber da ist es halt so, dass bestimmen alle mit, wenn alle jetzt sagen, okay, der eine nervt zu doll oder plantet die ganze Zeit TNT oder so und dann ist das wirklich so von allen drumherum entschieden, dass er rausfliegt und nicht irgendwie von nur von einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Person. Genau, und hier gibt es jetzt keine Möglichkeit offenbar für die normalen Spieler oder zumindest keine hieraus ersichtliche, sich da zu Wort zu melden, also irgendeinen legalen Weg zu protestieren.
Obwohl, glaube ich, ab einer gewissen Größe ist es so, dass immer sich jemand findet, der meint, dass dieses Strafmaß nicht korrekt ist und sie insofern beschlossen haben, nee, das geht nicht. Ich weiß genau, warum das eingeführt wird. Ich finde das vollkommen nachvollziehbar und ich habe das auch schon gemacht. Es ist einfach einfacher. Das verursacht viel weniger Stress und Diskutieren mit anderen Leuten. Ich komme dazu gleich noch. Also was hier als einziger Vorschlag, wenn man unzufrieden ist, in der Liste steht es, wer mit diesen Strafmaßen oder der Vorgehensweise nicht einverstanden ist, ist aufgefordert, den Server zu verlassen. Es steht jedem frei, sich einen Server auszusuchen. Ellercraft steht es frei, eigene Regeln aufzustellen. Früher, als es die DDR noch gab, da war dieses Argument auch in der regulären Politik nicht selten. Da gab es dann immer Leute, die gesagt haben, geht doch nach drüben, wenn es euch hier nicht passt. Jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, das Internet ist sehr groß und es gibt praktisch, also theoretisch, wenn man es sich leisten kann, unendlich viele Minecraft-Server und man kann ja einfach nach drüben gehen. Auf unserem Server herrscht Zucht und Ordnung, was von einem Team nach besten Möglichkeiten durchgesetzt wird. Das habe ich reingenommen, weil ich diese Formulierung sehr schön fand. Zucht und Ordnung. Wenn du auf Eldercraft spielst, akzeptier auch die Entscheidungen der Führung. Und da sind wir jetzt bei dem, was du genannt hast, nämlich, es ist eine praktische Staatsform. Man muss sich extrem wenig mit Leuten rumstreiten, die anderer Meinung sind. Die Diktatur hat einen schlechten Ruf, so in den Nachrichten und so weiter, aber was halt selten erwähnt wird, diese macht echt weniger Arbeit für den, der sie ins Leben gerufen hat und hat überhaupt für den Diktator eine ganze Menge Vorteile. Nachteile werden eher von den Leuten wahrgenommen, die nicht der Diktator sind und auch langfristig nimmt das oft nicht so ein gutes Ende. Das ist Berlin im Juni 1945 und dann tut es auch dem Diktator manchmal leid. Das spielt sich manchmal auch auf kürzeren Zeitskalen ab, speziell im Internet. Also man stellt dann fest, es wäre vielleicht ganz günstig gewesen, wenn man von irgendjemandem davon abgehalten worden wäre, Bomben auf das Nachbarland zu werfen oder irgendein Netzäquivalent dazu. Das passiert eben in einer Diktatur nicht. Man hat sich eine Staatsform ausgesucht, in der niemand widersprechen darf und dann widerspricht auch niemand, wenn man mal eine richtig schlechte Idee hat. Ein Problem, das häufig beklagt wird, ist, dass irgendwo die Leute, die dem Diktator zuarbeiten, nicht so wahnsinnig viel taugen. Und dann steht man vor der Frage, kann man die wieder loswerden, wenn sich herausgestellt hat, dass sie in ihrem Job nicht so extrem gut sind. Und da kommen eigentlich alle immer auf dieselbe Idee, nämlich wir lassen einfach bei unserem jetzt neu zu gründenden Minecraft-Server oder was auch immer von vornherein nur die richtigen rein und die falschen dürfen nicht rein und damit hat sich dieses Problem komplett erledigt. Das ist eine schlechte Idee, auf die jeder mindestens einmal und manchmal auch 10-mal in seinem Leben kommt. Das Problem dabei, oder hat irgendjemand schon rausgefunden, was das Problem bei dieser Vorstellung ist, einfach nur die Richtigen reinzulassen und die Falschen nicht? Hier gibt es diverse Wortmeldungen. Man weiß nie, man kann die nicht unterscheiden auf den ersten Blick. Das ist eines, ja. Möchte noch jemand von den anderen beiden? Es gibt diverse Gründe, warum das nicht so gut funktioniert. Die Frage ist auch, wer unterscheidet, wer die Richtigen und die Falschen sind und nach welchen Kriterien? Ja, das stimmt, das hatte ich jetzt noch gar nicht auf der Liste. Und das kann sich auch ändern. Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass es ganz oft, auch wenn man von vornherein alle super ausgewählt und nur die allerklügsten und sympathischsten und friedfertigsten Leute in sein Forum oder was auch immer reingelassen hat, dann ändern die sich im Laufe der Zeit. Zum Teil ändern sie sich, weil sie einfach älter werden oder schlechtere Laune kriegen oder von Freund oder Freundin verlassen werden. Und zum Teil ändern sie sich, weil man sie zu Moderatoren oder zu Admins oder sowas gemacht hat und dann stellen sie plötzlich fest, hey, ich sitze an den Schalthebeln der Macht und plötzlich wird ein ganz anderer Mensch aus ihnen. Das ist eine schlechte Idee, da kann man niemanden Vorwürfe draus machen, der auf sie kommt. Das passiert andauernd, das passiert auch Staaten, kann man an Deutschland und diversen europäischen Ländern gerade wieder ganz gut sehen, dass da diese Vorstellung herrscht, dass man einfach unterscheiden kann, welche die richtigen und welche die falschen sind und dann die falschen einfach nicht reinlässt und dann hat man auch innen im Staat drin weniger Probleme. Wahrscheinlich müsste man einfach 300 Jahre alt werden, um aus diesem Fehler mal wirklich gründlich zu lernen. Das Gute an diesen ganzen Fragen, vor denen man steht im Zusammenhang mit irgendwelchen Online-Dingen und der Frage, wie man das Zusammenleben in
in Gruppen von Leuten, die nicht sich so wie wir jetzt körperlich am selben Ort aufhalten, wenn man dieses Zusammenleben regelt. Das Gute daran ist, darüber wissen alle im Moment extrem wenig. Also da wird überhaupt erst sporadisch seit 20 Jahren oder so drüber nachgedacht. Die, die jetzt 13 sind, wissen darüber so wenig oder so viel wie die, die 30 sind und die, die 60 sind. Das heißt, wenn ihr in eurer Freizeit auch nur das kleinste bisschen Zeit damit zubringt und ein bisschen drüber nachzudenken, welche Folgen solche innenpolitischen Entscheidungen haben oder solche Entscheidungen für Regeln und Strukturen, dann seid ihr schon ganz weit vorn unter den 0,5% Leuten, die überhaupt sich mit diesem Thema befasst haben, und eventuell sitzt hier irgendjemand, dem das in den nächsten 50 Jahren gelingt, da ein kleines bisschen Bewegung und Fortschritt in das Nachdenken zu bringen. Vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich, bis es weitergeht mit YouTube-Angelegenheiten, noch ungefähr 4 Minuten für Fragen. Und das Wurfmikro ist hier. Hast du einen Rat so im Allgemeinen? Also ein paar Ratschläge waren ja jetzt schon eingebaut. Was ich jetzt eigentlich tatsächlich erst in den letzten 2 Jahren dazu gelernt habe, ist, dass man sich tatsächlich auch die Plattform vorher schon gründlich anschauen muss. Also ich bin einfach, als ich das letzte Mal vor so einer Entscheidung gestanden habe, ich gesagt, nehme ich Tumblr, machen viele andere auch, wird schon nicht schlecht sein. Und das hatte ganz viele Folgen für die Struktur. Das ist ein Blog mit ungefähr, je nachdem wie man zählt, 50 bis 300 Autoren und Autorinnen. Und die Tumblr-Wahl hat da ganz viele Folgen dafür gehabt. Also unter anderem, dass du eigentlich nur vernünftig mit den Leuten zusammenarbeiten kannst, wenn du sie alle zu Admins machst. Ich dachte ja anfangs auch eher so, ich mache die Hitlerkatze und darf alles bestimmen. Und dann, wenn man dann merkt, man muss eigentlich alle zu Admins machen, dann ergibt sich quasi aus der Technik raus versehentlich eine ganz andere Staatsform als geplant und in dem Fall auch eine bessere. Also in dem Fall ist es gut gegangen, das war eine glückliche Wahl, aber wenn man einfach sich für irgendein Tool neu entscheidet, auch unter dem Aspekt drauf gucken, nicht nur gucken, sieht es schön aus, kann ich, keine Ahnung, Backups machen, finden meine Freunde es gut, sondern auch, was bringt das für Politik eigentlich schon eingebaut mit? Stille, das trifft sich gut. Ich glaube nämlich, die Zeit ist jetzt auch wirklich um. Dann übergebe ich wieder an Kübra und herzlichen Dank für eure Beteiligung. Dankeschön an Katrin Passig. Bei uns geht es jetzt weiter mit Melissa Lee, aka Branding Unicorns und Batz. Wenn ihr euch das angucken möchtet, dann wartet noch eben 5 Minuten, dann geht es weiter hier.